So, die Nase ist frei, der Weg ist frei. Wir spielen nun ein bisschen Zelda. Beim letzten Mal haben wir ziemlich viel geschafft in dem einen Zyklus. Wir haben in dem einen Zyklus, den wir gemacht haben, glaube ich, 3 Dungeons komplett abgeschlossen. Haben in den 4. zumindest mal kurz reingelunzt und gesagt, nee, wir gehen wieder. Reicht leider doch nicht aus von der Zeit. So. Wir haben heute, glaube ich, noch einiges vor. Ich fange, glaube ich, erstmal damit an, Skalkita nochmal einen Besuch abzustatten. Und mir erstmal nochmal einen Chateau Romani zu holen, weil unendliche Magie ist schon ziemlich praktisch. So, mal nebenbei gesagt. Und ansonsten haben wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die wir abgeben können, weil wir doch ziemlich viel jetzt erreichen können. Den Schlüssel für den 3. Dungeon, den einen kleinen. Ich habe mir auch nochmal aufgeschrieben, wie genau man den bekommt. Den lassen wir erstmal noch stehen. Einfach nur, weil wir den großen Schlüssel von dem Dungeon noch gar nicht haben. Ja, es ist der Boski vom Wassertempel ist echt der einzige, der uns noch fehlt. So wirklich so von halbwegs wichtigen Items. Und ja, ohne den bringt es mir auch noch gar nichts, den kleinen Schlüssel zu holen. Von daher, bis wir rausfinden, wo der ist, ignoriere ich den jetzt erstmal. Wir können auf jeden Fall hier auf dem Friedhof jetzt eine Menge machen. Also, an jedem Tag. Ich habe auf jeden Fall hier ein paar Sachen mal angekreuzt. Wir können auch zur Rennstrecke mit den Hunden. Joa. Auf jeden Fall viel zu tun. Ich muss mir gleich mal wieder auf die Liste gucken, was jetzt noch offen ist. Ich habe keine Pfeile, ne? Fällt mir gerade ein. Ich kann Skalkita gar nicht aufhalten. Also, zumindest kurz mal stoppen. Oh, Pfeile. Perfekt. So, bleibt mal stehen. Okay, einfach rumstehen. Funktioniert nicht. Okay. Ja, an Heiligabend muss ich auch noch arbeiten. Ist zum Glück nur so ein halber Tag. Weil Ladenschlussgesetz sagt, irgendwann müsst ihr doch mal zumachen. Aber muss trotzdem arbeiten. So. Dann sichern wir uns jetzt schon mal unsere unendliche Magie. Und gucken mal. Ja, so schon fast alle Masken. Nicht schlecht. Dann würde ich sagen, wir fangen damit an. Ja, mit der Hunderennstrecke. Und holen uns da eben schnell die eine Belohnung. Clockdown, ja. Du hast mal wieder ein bisschen Geld. Eigentlich brauche ich nur 10 Rubine. Den Rest kaufe ich mir. Wenn man es so sieht. Jo. Mehr brauche ich nicht. Achso, weil ich immer noch über 1000 bin. Hm? Geld kaufen. Yay. Oder so. Ich hätte gerne diesen 100er da. Ich gebe dir dafür 10 Rubine. Deal? Deal. Ich hätte auch noch gerne diesen 100er da. Ich habe dir dafür sogar 40 Rubine. Deal? Deal.
Und somit haben wir mal eben 150 Rubine plus gemacht. Well. Immer wieder schön. Ja. Lass mich rein. Das ist so gut, dass es hier so... Dass ich einfach zufällig sowas hier bekomme, aber dass ich einfach mal mir quasi Rubine kaufen kann. So. Und einmal. So. Wir müssen sowieso auch noch das ganze Ikana-Schloss machen. Wir haben auch noch gar nichts gemacht dort. Milchstraße, ja. Lass dich den Abzocker als nächstes verlangt er 60 für 100 Rubine. Ich werde aufpassen. Also ich weiß, ich glaube im Bombenshop, wenn ich die Oma rette, kann ich mir noch ein 100er? Ne, 200er. Für 90 Rubine kaufen. So. Und schon mal die Maske dabei ausrüsten. Boom. Ich meine, jetzt im Randomizer ist es sogar jetzt so drin, dass ich viel einfacher gewinnen kann beim Hunderennen. Aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was da nochmal der Clou war. Ich glaube teilweise echt, dass ich einfach nur mit der Maske der Wahrheit die anreden muss und dann gewinne ich instant mit dem Hund, den ich nehme. Oder irgendeiner von denen sagt genau was Bestimmtes. Mal gucken. So. Na, du bist zu alt. Ich guck das jetzt eben nochmal schnell nach, was da im Randomizer drin stand. Wie man da gewinnt. Wahrscheinlich unter Main Settings. Komfort. So. Good Dog Race RNG. Ah, der Gold Dog. Okay. Mit dem goldenen Hund gewinne ich, wenn ich die Maske der Wahrheit habe. Bist du der einzige Goldhund? Anscheinend. Mal gucken, ob das so stimmt. Ich würde gerne an einem Rennen mitmachen. So, den da. Ja, ich will den Hund mitnehmen. Ja, die Doggy ist fein. Dann setzen wir mal direkt. Ach, wie viel musste ich nochmal gewinnen? Mehr als 150 war das. So, let's go. Die Dame könnte auch 10 Kilo Lippenstift weniger vertragen. So, wollen wir nochmal gucken, ob unser Gold-Dogo das gewinnt. Jetzt gerade hängt er leider noch ziemlich weit hinten. Ja, er zieht vorbei. Oh, ja. Er läuft nach vorne. Gold-Dogo. Gold-Dogo. Oh, er ist auf dem zweiten. Er ist auf dem ersten Platz. Er ist vorne. Gold-Dogo zieht vorbei. Oh. Meilenweiter Vorsprung. Einfach mal 10 Minuten Abstand zu den anderen. Gold-Dogo hat es geschafft. Und da kommt der Old-Dogo. Oh Gott, Blue-Dogo ist ja noch weiter hinten. Hat sehr gut funktioniert. So, was kriege ich von dir? Ja gut. Dog Race ist damit auch weg. Nein, ich will nicht nochmal spielen. Aber ich habe gut Geld verdient. Okay, wo habe ich denn noch was angekreuzt? Da.
Das kann ich noch nicht machen, das kann ich noch nicht machen. Wobei, das können wir zumindest schon mal holen. Wir holen uns mal eben den Brief. Da haben wir denn nämlich auch schon mal die Altpost. Dann kann ich die irgendwann am letzten Tag einmal abgeben. Ich überlege gerade, ich muss mit der Mutter nicht reden, ne? Also die ist so oder so am letzten Tag in der Bar. Puppet Ridley, danke, dass du Bukefalos einen Zap geschenkt hast. Super geil von dir. Deko komme ich da gar nicht durch bis zum Palast, ne? Machen wir das anders. Wir rollen einfach durch. Ich bin damit tot? Nein. Sad life. Heißt, da kommt ein fetter Gorone mit Stacheln auf dich zugerollt und der einfach so, puh, mir doch egal. Fährt er raus? So. Das wollte ich nicht. So. Und Felsmaske. So. Dann einmal rein da. Was anderes brauche ich euch eh nicht. Du willst auch denken, wie soll sich der Typ gerade in einen Menschen verwandelt? Nee, Moment. Das ist die falsche Richtung. Herzl müsste eigentlich auf der anderen Seite. Doch, Herzl müsste auf der Seite sein. Die sehen mich nicht. Oh, die Felsmaske ist schon sehr praktisch. So, leider hat man die nicht beim ersten Mal, als man hier ist. Viel verpasst? Ne, bisher noch nicht. So. Und einmal Eilpost. Perfekt. Und einmal rausschmeißen, bitte. Dann haben wir das schon mal. So. Friedhof noch. Papa Ridley, danke, dass du selbst auch noch seit 3 Monaten schon die Treue hältst. Super geil von dir. Ich guck gerade eben auch schnell alles durch, aber ich glaube. Ich habe da noch eine Sache gefunden. Und ich glaube, die können wir auch mal eben machen, bis es dann irgendwann mal Abend ist. Wisst ihr noch? So einen gewissen dummen Moment von mir? So einen gewissen blöden Moment im letzten Stream? Ich glaube, wir müssen da nochmal rein und uns noch was holen. Welcher von den vielen? Danke, Woggel. Ich mag dich auch. Wobei, ich überlege mir das nochmal. Wir müssen nochmal in den Felsenturm, um uns nochmal einen schönen Geist zu holen. So. Wo du 5 Meter vom Ziel gescheitert bist. Ja, genau der. Drauflegen. Schön, dass das jemand geklippt hatte. Ja.
Diesmal machen wir es richtig. Diesmal nehmen wir das Ding auch mit. Ich hoffe nur, ich brauche keine Schlüssel, um da hinzukommen. Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke. Das wäre... Da dürfen wir wahrscheinlich doppelt und dreifach laufen im Endeffekt, ne? Ich gucke mal. Ich hoffe einfach mal, dass man keinen Schlüssel braucht, um da hinzukommen. Zur Not, ich weiß spontan, wo zwei wären. Aber wie gesagt, ich hoffe, man braucht keine. Ansonsten müssen wir nochmal raus. Hier müsste ich, glaube ich, nach oben müssen. Müsste ich nach oben müssen? Ja, doch. Und ich glaube, hier ist leider schon der erste Ort, wo ich einen Schlüssel brauchen werde. Und zwar... Wobei? Da geht das auch so. Ja, das ist auch immer so eine Quasi-Truhe. Spinnenhaus haben sie für die Skelette. Ja gut, da könnte ich auch noch hin. Ich glaube, ich habe es gerade schon aus dem Augenwinkel gesehen. Ja, verdammt. Au. Kann ich eigentlich, wenn ich hier in den Abgrund falle? Moment. Lass mich raus! Ach komm, geh einfach. Ah, ich wollte gerade sagen. Jetzt einfach bei der Tür rauskomme. Okay. Dann holen wir uns eben einen Schlüssel. Verkauft mir der Typ am Strand. Wisst ihr, ich war eigentlich an zwei Orten, wo ich potenziell hätte was bekommen können, um... Ja. Um hier irgendwas für den Felsenturm zu kriegen. Entweder jetzt Bohnen, um an den Einschlüssel dran zu kommen, oder ich war quasi ganz in der Nähe von einem anderen Schlüssel, aber nein. Ich habe natürlich nichts von beiden geholt. So, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, ob ich überhaupt Bohnen bekomme bei dem da. Moment. Das Wasser ist doch hier eh nicht so tief, oder? Kann ich doch sicher als Corona einfach durchrollen. Ja, das funktioniert so. Das soll so sein. Oh! Oh! Dann gehen wir uns eben schnell nochmal eine Bohne holen. Sieht von oben ziemlich cool aus, das Wasser. Ja, was das da entlang geht. Dann holen wir uns hier eben noch eine Bohne. Und zur Hunderennbahn gehen wir mal. Noch. Vielen Dank für die Gesundheit. So. Nein, doch, hier ist richtig. Vielen Dank. Wir haben eh noch genug Zeit. Ich sag mal, bis wir da mal in den Friedhof gehen, ist es eh noch. Dauert es eh noch. 8 Stunden. Von daher können wir uns bis dahin die ganze Zeit noch um den Felsenturm und den einen Geist kümmern. So.
Erstmal schenkst du mir 50 Rubine. Und jetzt möchte ich gerne einen Bogen kaufen. Nehmen wir zur Sicherheit nochmal eine zweite mit, auch wenn ich gerade nicht wüsste, wofür ich die brauchen würde, aber hey. Kann nicht schaden. Nein, das wollte ich nicht. Dann Milchstraße. Puppet Ridley, danke, dass du auch Schippen Sub geschenkt hast. Super geil von dir. So. Bei der Rennbahn haben wir Bombjuice bekommen. So. Der Gorone ist eigentlich die schnellste Fortbewegungsmethode hier, oder? In dem Spiel. Also gerade hier mit Stacheln. So. So, erstmal wieder von allen Hunden gehasst. Set Goron live. Gorone, Epona, Hasenohren wäre so die Reihenfolge. Ja, hätte ich auch so geschätzt. Ich habe das sogar letztens gegoogelt. Ihr wisst Sachen, die ich nicht weiß. Und da ist eine Kiste oben? Ja? Da sind, glaube ich, auch sonst nur 50 Rubine drin oder so. Aber ja, da ist eine Kiste oben. So. Und einmal. Flupp. Nicht? Hä? Warum? Hä? Ich dachte, wenn ich mich hier hinporte, dann bleibt das gedreht. Okay. Dann wohl nicht. Nee, von jetzt krieg ich das nicht geschossen. Wobei, was ich lieber haben würde, wäre das Kochbuch aus Shokugeki no Soma. Gibt's ja in Japan auch eins. Wo da die ganzen Gerichte ist, die da in der ganzen Serie alles mal machen, zusammengefasst. Dann wiederum, falls ihr die Gerichte nachkochen wollt. Ups, das wollte ich nicht. Kann man ja einfach den Manga kaufen. Denn im Manga stehen die Rezepte auch drin. So. Ich habe immer noch die Karte von den Bergen nicht. Es gibt auch ein Halimbal-Lecter-Kochbuch. Ob das jemand haben möchte, ist wieder die andere Frage. So. Da. Ja, ich glaube, es ist auch einfacher, sich wirklich auf Seiten einfach rauszusuchen, was man kochen möchte. Also beim Kochbuch, wie Vogel schon schreibt, du machst so vielleicht 3, 4, 5 Gerichte und der Rest vergammelt irgendwo in der Ecke. Ich glaube, die linke Truhe war das, ne? Ja, perfekt. Und einmal in Abgrund. So. Dann jetzt aber. Ich hoffe mal, 2 Schlüssel reichen aus, um bis zum Geist zu kommen. Gehe mal zumindest stark davon aus. So. Weil so weit drin müsste das, glaube ich, auch nicht sein. Ist ja leider nur umständlich, den ganzen Weg dann nochmal reinzulatschen, nachdem ich so blöd war, mit diesem dummen Geist zu essen.
Ukulelen Pichu, danke für 15 Monate Treue. Super geil von dir. Ich muss ja noch den Räumen auch nochmal vorbei. Wo ständig alles im Kreis drehen müssen. Kann ich eigentlich reinlaufen? Kann ich theoretisch schon, ja. Ich bin gerade ein bisschen zu voll auf den Goron zu wechseln. Zack. Es tut weh. Ah! Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Hat irgendjemand von euch diesen Spruch auch als Kind zu hören bekommen? Von, keine Ahnung, Vater, Mutter, wem auch immer. Indianer kennen keinen Schmerz. Viel zu oft, oh ja. Was passiert eigentlich, wenn ich mich einfach auf den Stein draufstelle und von da aus den drehe? Sterbe ich dann? Weil ich quasi vom Stein zerquetscht werde? Da ich keinen Bock habe, gleich den Raum zu resetten, deswegen speichere ich das mal kurz woanders. Und guck mal, was passiert. Ob ich einfach zerquetscht werde vom Stein. Nein, ich werde nur mal beiseite geschoben. Oh. Ich habe immer gesagt, dass ich kein Indianer bin, weil Cowboys cooler sind. Ja, jetzt die Frage. Cowboy oder Indianer? Was nehmt ihr eher? Ich glaube, ich würde auch eher einen Cowboy nehmen. Würde auch sagen, dass die cooler sind als Indianer.